Lucius Akun präsentiert Let's Play Hand of Fate, Teil 60. Hallihallo, Lucius Akun hier mit einer neuen Folge Hand of Fate. Und ich erinnere mich, bei der letzten Reise, als wir losgegangen sind, war es schon nicht so glücklich, da mussten wir Helm und sonst was verkaufen, um auch irgendeinen ganz blöden Fluch loszuwerden. Und jetzt haben wir wirklich den richtig schlechten Fluch, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Fluch bekommen, 10 maximal Gesundheit wegkriegen. Ja, hallo? Ja, ich bin letztes Mal ja nicht so weit gekommen, weil mich natürlich der neue DLC-Inhalt ein bisschen abgelenkt hat. Aber ich wollte, obwohl ich ihn ja eigentlich gar nicht beachten wollte. Naja, dann sammeln wir hier erstmal ein bisschen ein. Ach, Gold haben wir jetzt richtig viel. Ach, das ist schon der Ausgang. So, gucken wir doch mal, was gibt's denn? Mondscheinhorror. Ein gewundener Pfad. Geheimbund. Dämonenhändler. Den Dämonenhändler, der will immer, glaube ich, Segen haben, deswegen. Den brauchen wir eigentlich gar nicht besuchen. Gewundener Pfad, haha. Oh, guck mal nach rechts. Warum ist denn der Token grün? Das war doch bis jetzt noch nie so, oder? Die sind doch immer golden. Also, was ich auf jeden Fall. Wisst ihr was? Mit dem Fluch würde ich doch jetzt fast mal ein bisschen riskieren, ein paar Token wieder einzusammeln. Ich hoffe, das ist für euch okay. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich zurzeit kämpferisch ganz gut drauf bin. Weil ein Todlose. Und das Fährboot. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Nee, nee. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich jetzt da versuche, den Token rauszuholen. Mondscheinhorror. So, da la. Okay, wir kommen an dem heiligen Stein an, wo die in Mäntel gehüllten Druiden erneut stumm auf dich warten. Wir haben schon einiges für sie erledigt. Und wir wissen ja, dass das eine Falle ist. Für dieses letzte Ritual musst du alle verzauberten Gegenstände in deinem Besitz in diese Truhe neben der Steintafel legen. Gut, haben wir nicht viele. Die magischen Kräfte sind empfindlich und dürfen nicht gestört werden. Wir haben gewöhnliche Ersatzausrüstung mitgebracht, die du während der Zeremonie benutzen kannst. Aber warum kein Schild? Was? Du weigerst dich? Bedenke, wie profitabel unser Arrangement in der Vergangenheit für dich war. Wir haben doch noch gar nichts gesagt. Wir bieten dir eine 5-mal höhere Belohnung als beim letzten Mal. Wenn ich noch wüsste, was wir als Belohnung bekommen haben, das ist echt schon eine Weile her. Aber ich stimme trotzdem zu. Du legst dein Equipment in die Truhe und nimmst die alte Ausrüstung entgegen. Nun können wir beginnen, verkündet der Druide. So. Wortlos lassen die anderen Druiden ihre Mäntel fallen, unter denen die blanken Skelette verbergen, die von dunkler Magie animiert werden. Ihr Anführer nimmt seine Kapuze an und... an. Ihr Anführer nimmt seine Kapuze ab, würde ich mal sagen. Und starrt dich aus dunklen, untoten Augen an. Bin ich da jemals schon drüber gestolpert? Nee, glaub nicht. Deine Teilnahme an den vorigen Ritualen, in denen du diese Kreaturen dem Herrn der Dunkelheit geopfert hast, war entscheidend für das Gelingen dieses nächsten Teils. Doch nun musst du nur noch sterben, um das Ritual zu vollenden und meine unheiligen Verteidiger zu werden. Genau. Oh ja. Weil das ist auch wieder eigentlich so ein Quest, was man möglichst früh abschließen soll. Jetzt mit vollen aufgeladenen Skeletten. Na gut, und einer Todlosen. Ja, das Schlimmste ist einfach, dass wir kein Schild haben. So. Aber immerhin keine Schützen. So. Immer schön die Todlose im Auge behalten. So. Weg, weg, weg. Ah, nix da. Das war knapp. So. Ein bisschen bessere Waffe hätte man mir ruhig spendieren können, finde ich.
Oh Gott. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade nicht so viel rede. Ich konzentriere mich gerade echt. Denn was ich ernst gemeint habe, wir geben natürlich nicht einfach uns geschlagen. Ich habe ja schon damals überlegt, gleich neu anzufangen. Aber das finde ich feige. Außerdem ist das einer der spannenden Aspekte, zu gucken, was das Spiel einem entgegenwirft. So. Oh, oh, weg, weg, weg. Oh, oh, nix da. Oh, dass die halt immer wieder aufstehen, ist echt nervig. Und diese Blur-Effekte sind ganz schlimm. Oh nein. Ah, verdammt. Alte Gewohnheit, ich habe gerade die Kontertaste gedrückt. So. Oh, endlich einer ist weg. So. Nix da. Ah, ah. So leicht mache ich es euch nicht. Ah, einer schon wieder. Ein gutes Sounddesign, muss ich sagen. Dass man gleich hört, dass das Skelett kaputt ist. Also man braucht gar nicht mehr die visuelle Bestätigung. Ja, das war der letzte Ruf von dem. Also das Sounddesign bereichert auf jeden Fall das Gameplay. Zumindest bei den Skeletten ist es, glaube ich, ziemlich extrem gemacht. Ah, weg. So. Ich muss zugeben, es ist schon so lange her, dass ich gegen eine Todlose gekämpft habe, dass ich mir gar nicht mehr so sicher bin, wie die sich verhält. Oh, oh, weg, 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 weg. Oh, hat die das animiert oder war das eine automatische Animation? Reanimation meine ich natürlich, nicht Animation. So. Na gut, das können die Skelette ja, glaube ich, allgemein. So. Na, nicht in die... Nicht daneben hauen. Oh, oh. So, aber jetzt... Jetzt sind wir alleine, Lady. Ich schmeiß erstmal nochmal was auf mich, damit ich dann... Oh, oh, weg. Ah, genau, so funktioniert die. Macht diesen Quick-Teleport. Ah, bin ich an den Brunnen hängen geblieben. Ja, nix da. Wir haben schon ganz gegen ganz andere Sachen gekämpft. Na komm, du bist doch kein Gegner für uns. Ah, daneben. Nur nicht zu nah sein, wenn der Feuerball. Ah, natürlich, da wir keine Rüstung tragen, sind wir aber wenigstens relativ flott unterwegs. Wir sind fast so schnell, wie wenn wir rollen. So. Nur treffen sollten wir. Ah, das ist immer fies, wenn sie außerhalb der Kamera ist und ich nicht sehe, was sie gerade machen. Oh, verdammt. Okay, also die Dinger, diese Energiedinger tun doch weh. Und ich dachte erst, das ist überhaupt kein Problem. Schön weg. Oh, wo ist er? Nein, nicht. Oh. Oh Gott, haben wir jetzt ein paar Mal daneben gehauen. Ah. So, aber immerhin wird immer gleich der eine Fluss zerstört, der eine Brunnen oder wie man das nennen mag, zerstört. Oh Gott, wie oft müssen wir denn jetzt auf sie draufhauen? Ah. So. Na komm. So. Ja, solange man einen coolen Kopf für was geht der Kampf eigentlich. Ha. Na komm, schmeiß schon. Ja, ich hoffe, dass sich wenigstens der Kampf auch lohnt. Oh Gott, wie oft brauche ich sie denn noch? Ja, leider kann man halt auch immer bloß einen Treffer verbuchen. Auch, dass sie sich wegteleportiert. Ich müsste zwar nicht immer warten, dass sie den Feuerball wirft.
Aber ich sehe schon, das wird jetzt der einzige Kampf, den wir hier machen. In der Folge. Weil der so ellenlang lang dauert. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon im Kampf sind. Wahrscheinlich eher gefühlt lang. So. Nicht in diesen Brunnen rein. Nein, nein. Ja, ich nenne es halt Brunnen, weil. Ja, ich habe eine Zeit lang Guild Wars gespielt, da hat der Nekromant immer so Heil- und Giftbrunnen ausgelegt. Also das war halt so ein Area-Effekt. Also so ein Effekt. Na, endlich! Was hast denn du eigentlich für einen Nagel da im Kopf? Aber wenigstens eine schöne Animation als Belohnung. Oh, die ist voll zerfetzt. Puh! Ja, lief ja gar nicht mal so schlecht. Nachdem du die untoten Schrecken besiegt hast, durchsuchst du ihre Knochen nach Beute und holst deine Ausrüstung wieder. Und wir ziehen zwei Ausrüstungskarten. Na, das ist doch super. Ja, ein schönes Schild. Protection is a virtue, but more is not always better. Enormes Schild. Okay, verbessert den Schutz, den der Träger durch seine Rüstung hält, doch verlangsamt ihn auch. Ach, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Drücke B um ein Schild. Das ist alles normaler Standardnorm. Naja, hätte besser sein können. Ah, hier dürfen wir drei aus drei wählen. Cool. Nehmen wir das Schild? Nee. Schlagender Ring, das ist neu, ne? Ja, da steht ja auch neu. Dann nehmen wir den. So. Wenn der Spieler im Kampf das 10. Mal erfolgreich einen Schildschlag ausführt, erhält er. Ach, das ist doch ganz gut. So. Von der Todlosen erbeutest du einen magischen Helm, den du nie zuvor gesehen hast. Du nimmst ihn mit, um ihn später bestimmen zu lassen. Ah, okay, das ist also in dem Token versteckt. Ein neuer Helm? Okay. Sodala, dann wollen wir mal. Versuchen wir noch was oder gehen wir weiter? Ich meine, Gold haben wir mehr als genug. Wir bräuchten wirklich einen Händler, der uns den Fluch wegnimmt. Ausrüstungstechnisch ist ganz okay. Eine andere Waffe wäre noch nett, aber gut. Kann ja nicht alles haben. Okay. Dann reisen wir mal weiter. Dum-dum-dum. Nimm die Fähre, genau. Ja, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ach nicht Feigheit. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich mein Gold loswerde. So, und? Ah, was haben wir? Reisender Magier, die können. Oh, ich erinnere mich echt nicht. Ich weiß, dass es Heiler gibt, definitiv Flüche entfernen. Beim Magier bin ich mir nicht sicher. Aber wir gucken auf jeden Fall mal vorbei bei dem. As each card is unveiled, as each new concept is explored, that we So. learn something about ourselves or something about you. Oh Gott, teuflische Falle. Na super. Eines Nachts wachst du auf und findest dich in einem Labyrinth aus Fallen wieder. Alles kommt dir seltsam vertraut vor, wie der Traum aus deiner Kindheit. Ein körperloser, scheinbar aus dem Himmel kommende Stimme spricht zu dir. Ich frage mich ganz oft, ob wir unsere Träume kontrollieren oder ob unsere Träume uns kontrollieren. Wenn letzteres der Fall ist, heißt das dann, dass wir in unserem Schlaf, wenn wir am verletzlichsten sind, der Gnade unseres eigenen Verstandes ausgeliefert sind. Die Stimme lacht und wird dabei immer leiser und bla, der Text. Was ich cool fand an diesen Labyrinthen, war auf jeden Fall, dass sie wirklich Labyrinthe sind, also teilweise mit Sackgassen. Aber da wäre jetzt eine bessere Rüstung natürlich gut. So. Was mich nervt, ist die Kameraführung. Ah, weg. So. Oh. Da fällt irgendwas runter. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier der Ausgang ist. Ich habe für sowas immer so ein schlechtes Gedächtnis. Oh. Na super. Oh, verdammt, verdammt. Das läuft gar nicht gut. So, erstmal hier weiter. Ich habe schon gesehen, dass da was runterfällt. Na, mach mal. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Kann ich da was erspähen? Da oben eigentlich nicht, ne? Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich da runter muss.
So, bleiben wir erstmal hier stehen. Geht's da noch weiter? Ach ja, da unten geht's weiter, okay. So. Knapp. Oh, verdammt. Ja, genau, das ist klug, nochmal reinzulaufen. Oh, Mann. Oh, bitte nicht. So. Ah, hier ist auch nichts. Hä, wo ist denn da bitte? Da unten ist der Ausgang. Ach, nö. Ah, da geht's wohl. Oh, verdammt. Oh, Gott. Könntest du bitte so hinfahren, dass ich auch was sehe? Danke. Okay. Das ist kein Problem. Oh, wir haben noch 5 Gesundheit. Oh je. Also jetzt stört mich hier ein bisschen die Kamera, weil ich echt teilweise nichts sehe. Oh, hängen geblieben an der Ecke. Na gut, wenigstens muss ich mir um den Fluch keine Sorgen mehr machen. Och Mensch. Aber ärgerlich. My game is my ultimate defense. So. Na, gucken wir uns wenigstens die Token an. Genau, für den Edelmann. Glückliche Fügung. Erhalt 25 Gold. Ist das ein Ereignis jetzt dann? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Anscheinend kann ich die jetzt einfach mit ins Deck reinmischen. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Liebenden. Ein neues Abenteuer. Auch schön. So. Das war für die verkleidete Todlose, genau. Ach, es gibt jetzt echt einfach solche Karten. Das ist irgendwie cool. Und Helm des Sehers. Aha. So. Nun gut. Das war mal wieder ein neuer Versuch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Lucius Raccoon wünscht euch noch eine schöne Zeit. Und ja, ich hatte eigentlich jetzt mal so getippt, dass ich... Also, ich muss zugeben, vor der ersten Geberbegegnung dachte ich, jetzt sollte das Spiel doch langsam zu Ende sein. Aber ich habe echt noch ein bisschen Bammel vor dem. Weil... Also, alle Bosse nochmal? Also, gerade vor den Ratten habe ich echt Respekt. Also gerade der sich teleportiert und so. Und dann noch die Echsen, da bin ich echt mal gespannt. Ja, wirbel ruhig mit deinen Karten rum. Also dann, bye bye.